und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Davids Deep Dive. Wir werden uns jetzt heute mal mit dem Thema Testbarkeit beschäftigen. Warum ist das Ganze für euch wichtig? Nun, wenn ihr Software-Systeme schreibt, große Klassenstrukturen, große Assembly-Strukturen schreibt, ist es natürlich immer wichtig, dass ich diese Strukturen so aufbaue, dass ich die im Nachgang immer noch einfach testen kann. Manche von euch testen schon während der Entwicklung. Da fällt es auch oftmals schwer, den Test so oder den Code so zu schreiben, dass wir das Ganze testen können. Viele von euch kommen aber erst später in die Situation, später im Projektverlauf, wenn die Fehler manchmal ein bisschen mehr werden, dass man anfangen muss, Unit zu testen. Und dann ist das Erwachen meistens besonders groß, dass so etwas eben nicht testbar ist. Ich zeige euch jetzt, wie ihr während dem ganzen Projektverlauf erkennen könnt, ob eure Klassen testbar sind oder nicht. Und wenn ihr ganz bis zum Ende dran bleibt, dann zeige ich euch nochmal eine Möglichkeit, wie ihr das Ganze automatisiert überprüfen könnt, sodass ihr kontinuierlich immer wieder die Klassen seht, die eben nicht richtig testbar sind und da dann sofort einschalten könnt. Nach dem Intro geht's los, wie immer. Was ist so ein Unit-Test überhaupt? Keine Sorge, ich möchte euch jetzt nicht mit den Grundlagen zu irgendwelchen Test-Frameworks wie NUnit oder MBUnit nerven, sondern ich möchte mit euch mal die Theorie dahinter beleuchten. Weil ganz, ganz oft sehe ich das Problem bei Kunden, dass ich zwar Entwickler in den Teams habe, die überhaupt kein Problem damit haben, Software-Tests zu schreiben, Unit-Tests zu schreiben, diese Frameworks sogar vollkommen ausreichend beherrschen, aber dann in richtigen Projektsituationen immer wieder an ihre Limits kommen, weil sie dann sagen, okay, das kann ich ja nicht testen, das hat eine Abhängigkeit zur Datenbank, oder das kann ich nicht testen, weil das so komplexierte Strukturen sind. So, wenn wir von einem Unit-Test sprechen, müssen wir erstmal so ein bisschen Architektur-Supergrundlagen machen. Generell sprechen wir bei der Architektur, egal ob wir von einer Methode reden, von einem Assembly reden, von einer Schicht reden oder irgendwas anderem, immer von einem System. So ein System ist erstmal ganz platt gesprochen hier so ein schwarzer Kasten. Und dieser schwarze Kasten, den nennen wir auch mal direkt System. Und ihr habt in der Informatik, in den Grundlagen gelernt, dass so ein System immer funktioniert nach dem EVA-Prinzip. Das heißt, wir haben eine Eingabe, eine Verarbeitung und eine Ausgabe. Das ist eine Unit. Und das Unit-Testen kommt daher, weil wir eben nur eine einzige von diesen Units testen. Ihr wisst, wenn ihr euch ein bisschen mit Architektur beschäftigt habt, wenn ihr schon mal die Architektur-Videos von mir geschaut habt, dann wisst ihr, dass wir normalerweise dieses System noch weiter herunterbrechen. Das heißt, wir gehen hin und würden jetzt hier, keine Ahnung, irgendwann mal das System so weit runterbrechen, dass wir jetzt hier mehrere Untersysteme hätten. Das könnten jetzt Assemblies sein, das könnten Klassen sein, das könnten Methoden sein. Also das hier wäre das System A. Das ist System B und das System C und die haben alle irgendwelche Abhängigkeiten aufeinander und dann haben wir schon ein Konstrukt, was gar nicht mehr so einfach zu testen ist, wie es eben bei einer einzigen Klasse oder einer Assembly der Fall ist. So, wir sprechen jetzt dann von einem Unit-Test, wenn wir hingehen und einen sogenannten Testkontext ziehen. Und dieser Testkontext, der hat die Besonderheit, dass dieser Testkontext nur eine einzige Unit auf dieser Ebene enthalten sollte. Das heißt, wenn ich das jetzt teste, ich schreibe einen Test dazu, der Test ist erfolgreich oder er schlägt fehl, dann kann ich mit Genauheit sagen, okay, das Endergebnis liegt nur an dieser einzigen Einheit, an diesem Unit. Das sind Unit-Tests. Viele von euch werden sich sagen, ja klar, kenne ich, aber glaubt mir, ich sehe ganz, ganz oft, dass die Leute überhaupt keine Ahnung haben, was eine Unit tatsächlich sein soll. Wenn ich jetzt hingehe und das Ganze ein bisschen verkompliziere, wenn ich zum Beispiel jetzt mal den Testkontext lila hier nehme und würde den wie folgt ziehen, nämlich so, dann hätten wir keinen Unit-Test mehr, weil wir nicht eine Unit testen, sondern wir testen zwei Units auf einer Ebene und dann sprechen wir vom sogenannten Integrationstest. Das, was wir uns jetzt anschauen wollen, ist, wann genau ist so eine Unit, die wir dort sehen, testbar. In der Praxis, wenn wir nachher riesengroße Klassenstrukturen haben, riesengroße Assembly-Strukturen, wollen wir sagen können, ist die Unit, die Assembly oder die Klasse, Unit-testbar oder ist sie nicht Unit-testbar. Wenn wir jetzt davon reden, ob Systeme testbar sind oder nicht, dann ist das von einigen verschiedenen Faktoren abhängig. Den ersten Faktor gucken wir uns jetzt mal an und das ist ja das Prinzip, ein System, eine Aufgabe. Wenn ihr meine Videos ein bisschen länger schaut oder meine Artikel in den Fachzeitschriften lest, dann wisst ihr, dass ich ein sehr, sehr großer Freund vom sogenannten Single Responsibility Principle bin. Das Single Responsibility Principle besagt, dass ein System immer eine Zuständigkeit, also weitestgehend genommen eine Aufgabe haben sollte, weil dann hat es nur einen Grund, sich zu ändern und so weiter und so fort. Für das Unit-Testen ist das extrem relevant. Ich mache euch mal ein Beispiel. Also stellt euch mal vor, das hier ist eine Klasse, die wollen wir testen. So, eine Klasse A. Und in dieser Klasse A ist jetzt eine Aufgabe enthalten. Das ist kein Klassendiagramm, das sollen quasi die Aufgaben sein. Also wir haben jetzt hier Aufgabe 1. Würde ich das Ganze jetzt Unit testen,
ist es eigentlich gar kein Problem, weil wenn wir das Unit testen, der Unit Test schlägt fehl, dann können wir sagen, okay, genau diese eine Aufgabe 1 ist fehlerhaft und es kann ja gar keine anderen Seiteneffekte geben. Aber jetzt, wenn wir hingehen und fügen noch weitere Aufgaben hinzu, zum Beispiel hier, wenn wir noch Aufgabe 2 hinzufügen und wir machen mal noch die Aufgabe 3 dazu, dann ist das Ganze schon nicht mehr so wirklich einfach, weil jetzt haben wir innerhalb von dem System, von der Unit, die wir testen, 3 verschiedene Aufgaben drin und damit wird das Ganze wesentlich schwieriger. Wir haben ja gesagt, wenn wir einen Unit-Test machen, dann wollen wir eine isolierte Unit haben und diese isolierte Unit sollte immer genau eine einzige Aufgabe haben. In diesem Moment jetzt hier, wenn ich einen Test schreibe, zum Beispiel um die Aufgabe 1 zu verifizieren und der schlägt fehl, dann kann es an Aufgabe 1 liegen, es kann aber auch an Aufgabe 2 oder Aufgabe 3 liegen. Normalerweise müssen wir hingehen, so etwas dann entkoppeln. Das heißt, wenn es jetzt mehrere Klassen wären, würden wir Schnittstellen einziehen. Das sehen wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer. Aber wenn wir so ein Beispiel wie hier haben, eine Klasse und in dieser Klasse sind mehrere Aufgaben vereint, dann haben wir eigentlich gar keine Chance, das Ganze tatsächlich Unit zu testen. Genauer genommen ist es dann ein Integrationstest. Wir haben es ja eben gesagt, Integration heißt, wenn wir mehrere Systeme umfassen. Das hat aber im Hintergedanken natürlich, dass jedes von diesen Systemen eine Aufgabe hat. Wenn ich jetzt diese Struktur hier testen würde, dann wäre es ein Integrationstest für Aufgabe 1, 2 und 3. Und einen wirklichen Unit-Test könnte ich daraus gar nicht machen, weil ich, wenn das natürlich alles in einer Klasse implementiert ist, wenn möglich sogar nur in einer Methode, dann könnte ich diese Aufgaben überhaupt nicht voneinander entkoppeln. Das heißt, ich könnte streng genommen nur einen Integrationstest machen. Und man kann sich natürlich vorstellen, je mehr Aufgaben oder mehr Systeme in so einem Integrationskontext drin sind, umso komplizierter wird der eigentliche Test von dieser ganzen Anwendung. Und das solltet ihr mal berücksichtigen. Deswegen, wenn ihr die Testbarkeit einer Klasse bewerten wollt, ist das allererste Kriterium, was ihr berücksichtigen müsst, Single Responsibility Principle. Also hat diese Klasse eine Aufgabe oder nicht? Das ist automatisiert gar nicht so wirklich einfach, aber ich hatte ja schon gesagt, am Ende dieses Webcasts werden wir uns mal eine Möglichkeit anschauen, wie wir das mit Independ verifizieren können, dass sie auch tatsächlich nur eine einzige Aufgabe hat. Ich habe eben gesagt, es gibt 2 Merkmale, wann eine Klasse wirklich testbar ist. Oder es gibt sogar mehr, aber das sind so die Hauptmerkmale. Das erste war das Single Responsibility Principle, also das System darf nur eine Aufgabe haben, was ich testen möchte. Und das zweite ist der sogenannte Entkopplungsgrad. Beim Entkopplungsgrad geht es darum, dass wenn ich eine Klasse habe, die mehrere Abhängigkeiten zur äußeren Umgebung hat, dann müssen diese Abhängigkeiten entkoppelt sein. Ich mache euch mal ein Beispiel. Wir gehen mal hier rein und zeichnen ein Beispiel, was so ähnlich ist wie eben. Wir haben jetzt hier in der Mitte ein System A, das ist eine Klasse A, könnt ihr euch überlegen. Und darum angeordnet sind jetzt noch 4 andere Klassen, nämlich die Klasse C, D, E und F. So, und jetzt hat diese Klasse A eine Abhängigkeit. Stellt euch vor, wir haben eine Klasse. Dann hätten wir also 4 Felder in dieser Klasse A, die auf die Klassen D, E und F gehen würden. C, D und F, Entschuldigung. So, das Problem ist jetzt, wenn ich hingehen möchte und möchte jetzt diese Klasse A Unit testen, haben wir eben mal gesagt, wir zeichnen einen Integrationskontext außenrum. Das mache ich an der Stelle mal, das heißt, wir zeichnen diesen blauen Rahmen außen um, den blauen Rahmen sagte ich, außen um unsere Klasse rum. Das Ganze sieht dann so aus. So, das Problem ist jetzt bei dem Integrationskontext, ist, dass wir an den Grenzen vom Integrationskontext Abhängigkeiten haben, die aus diesem Integrationskontext rausgehen. Das heißt, wir brauchen hier die Klassen C, D, E und F. Jetzt wisst ihr aus dem objektorientierten Design, dass wir hingehen können und hier Kontrakte einziehen können. Das heißt, wir könnten hier einen Kontrakt ID einziehen, hier könnten wir einen Kontrakt IC einziehen, hier den Kontrakt IE und hier den Kontrakt IF. So, soweit so gut. Wenn ich das machen würde, dann würde man normal, wenn ich so etwas implementiere, mit Dependency Injection und Inversion of Control arbeiten. Kurz gesagt, ich würde diese Abhängigkeiten IC, IE, ID und IF von außen in den Konstruktor rein injizieren. Damit ist meine Klasse A so gesehen, lokal gesehen, vollkommen unabhängig von irgendwelchen Klassen, sondern ich bin nur von Kontrakten abhängig. Und dieses Maß der Abhängigkeit von Kontrakten, das ist genau der Entkopplungsgrad. In dem Beispiel, was wir hier haben, ist es ja so, wir haben insgesamt 4 Abhängigkeiten und diesen 4 Abhängigkeiten stehen jetzt 4 Kontrakte gegenüber. So, es ist falsch rum, grün muss nach oben. Also wir hätten 4 Kontrakte, denen stehen 4 Abhängigkeiten gegenüber. So, das heißt, wir hätten jetzt hier in diesem Beispiel einen Entkopplungsgrad von 1, 4 durch 4. So, wenn das jetzt aber nicht so wäre, dass wir jetzt überall einen Kontrakt hätten, sondern ich nehme mal an dieser Stelle IC raus und mal wegen ID nehmen wir auch noch raus, dann wäre es so, dass wir in unserem neuen Beispiel hier natürlich ein etwas anderes Verhältnis hätten. Das heißt, wir hätten hier 2 Kontrakte.
entkoppelte Abhängigkeiten, 4 gesamte Abhängigkeiten. Und damit würden wir im Endeffekt bei 1,5 landen für unseren Entkopplungsgrad. Und wir würden also einen Entkopplungsgrad bekommen von 0,5. Ihr seht schon, nach dieser Methode ist es so, wenn ich das Ganze messe, dann ist jeder Entkopplungsgrad unter 1, oder man spricht meistens von Prozenten, also unter 100%, sorgt dafür, dass wir nicht besonders gut testen können. In diesem Beispiel, was wir hier haben, könnten wir nicht ohne weiteres hingehen wie Klasse A Unit testen, weil wir nur einen Entkopplungsgrad von 0,5 oder 50% hätten. Das heißt, bevor wir die Klasse jetzt testen können, müssten wir im Vorfeld Arbeit investieren und müssten diese Klasse erstmal testbar machen. Das heißt, wenn ihr jetzt in eurem Projektverlauf die ganze Zeit Klassen entwickeln wollt, die absolut testbar sind, dann müsst ihr quasi immer sehen, dass alle Abhängigkeiten nach außen nur gegen Kontrakte gehen und nicht gegen Implementierung. Das ist die zweite Möglichkeit oder die zweite Metrik, wenn ihr so wollt, die ihr berücksichtigen muss, wenn euer Code testbar ist. So, das ist jetzt die Theorie dahinter gewesen. Die Praxis sieht jetzt so aus, dass wir Tools nutzen, um diesen Entkopplungsgrad und diese Single Responsibility Einhaltung annäherungsweise automatisiert zu bestimmen und daraus quasi dann so einen Entkopplungsgrad für unsere, so ein Maß für die Testbarkeit unserer Klassen zu entwickeln. Das Ganze oder dafür nutze ich NDepend, ihr könnt aber auch SonarQube oder JArchitect oder CPP-Depend nehmen. Ich zeige euch aber jetzt mal, wie das Ganze in NDepend funktioniert und ihr werdet sehen, sieht zwar kompliziert aus, aber im Prinzip ist es eigentlich ganz einfach. Los geht's! Ich bin jetzt hier in NDepend und wie ihr sehen könnt, habe ich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben ja in der letzten Episode von Davids Deep Dive uns mit Softwarequalität mit NDepend beschäftigt. Wenn ihr so einen kleinen Überblick über NDepend bekommen wollt, kann ich euch das Video empfehlen. Oder was ich euch auch empfehlen kann, ist eine ganze Serie, die ich hier auf YouTube gemacht habe zum Thema NDepend. NDepend 2008 ist aber immer noch aktuell für diese Variante. So, was wollen wir? Wir wollen testen, wie testbar unsere Klassen sind. Wir haben eben schon gesagt, es gibt eigentlich mal hauptsächlich 2 Kriterien, nach denen die Testbarkeit gemessen wird. Einmal ist das, dass eine Klasse nur eine Aufgabe hat und einmal der Entkopplungsgrad einer Klasse. Ich habe hier schon mal 2 Queries vorbereitet. Ich hier zu der Nummer, wie gesagt, das seht ihr auch in einem anderen Video, woher das kommt. Das sind quasi die Richtlinien aus der oder die Regeln aus der Codierrichtlinie. Und wir haben jetzt hier eine Regel Klassen mit mehreren Aufgaben. So, wenn wir jetzt hier oben mal hingehen in diesen Quellcode, den ihr seht, dann gehe ich jetzt einfach nur das Query einmal kurz durch. Das ist hier live zu schreiben, wäre ein bisschen zu viel gewesen. Also wir sollen gewarnt werden, wenn es mehr als null Elemente gibt, die ich selber geschrieben habe. Und jetzt definiere ich mir hier 2 Variablen. Einmal die tatsächlichen Instanzmethoden. Das muss man machen, weil NDepend auch sowas wie Getter und Setter als Methoden wertet und natürlich auch Compiler generierte. Das heißt, wir nehmen von allen Methoden der Typen nur die, die kein Property Getter, kein Property Setter sind und natürlich die auch nicht vom Compiler generiert wurden. Und wenn wir diese True Message herausgefunden haben, dann gehen wir hin und sagen, okay, alle die, die eine zu hohe zyklomatische Komplexität haben von 7, die speichern wir in dieser Variable, Too Much Complexity. An der Stelle einmal, da sind wir eben nicht drauf eingegangen, eine Klasse hat meistens nur dann eine Aufgabe A, wenn sie kleiner als 220 Zeilen Code ist, das prüfen wir ganz hier unten am Ende. Und gleichzeitig sagt man noch, dass eine Methode dann nur eine Aufgabe hat, wenn sie eine zyklomatische Komplexität hat, die geringer ist als 7 oder geringer gleich 7 ist. Das hier sind meistens natürlich alles, oder was heißt, das sind immer nur Metriken. Das heißt, da werden ein paar negative Anschläge drin sein, ohne jede Frage. Aber es geht natürlich immer darum, diese Ergebnisse, die wir sehen, nachher noch zu interpretieren. Aber stellt euch vor, wir haben hier, sind wir jetzt in dem Beispiel, ist ein kleiner Ausschnitt von meiner Buchhaltung, 484 Typen. Und ich kann jetzt hier mir, wie gesagt, alle aufzählen lassen. Da müssten wir jetzt nochmal durchgehen als Qualitätsbeauftragter und sagen, welche davon verstößt tatsächlich dagegen. So, also wir sagen, wenn eine der Methoden der Klasse mehr als 7 zyklomatische Komplexität hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass diese Methode 2 Aufgaben hat und wenn die Lines of Code größer als 220 ist, dann ebenfalls. Und wenn wir überhaupt welche von diesen, wenn diese True-Methoden mehr als 10 sind, das heißt, wenn die Klasse mehr als 10 Methoden hat und hier unten dann noch, wenn eine Methode davon zu komplex ist. Also hier ist max 220 Lines of Code, dann hier haben wir maximal 10 Methoden und hier unten ist quasi keine zu komplexe Methode. So, dieses Query kann man natürlich noch ein bisschen ausbauen, da kann man noch ein paar Aspekte mit einfließen lassen, aber das gibt schon mal sehr, sehr gute Ergebnisse. Das ist, wie gesagt, ein Schulungsprojekt von mir. Von daher kenne ich die Kandidaten, die ja absichtlich größer gemacht wurden, um diese Sachen in den Workshops zeigen zu können. Und es sind alle ohne jede Frage drin. Einmal der hier, der Business Day Calculator, der Bill-to-Do-Item-Workflow ebenfalls, der Appointment-Kalender-Manager, da müsste ich mal gucken. Aber ihr seht schon, das hier oben der Report, da kann man nichts gegen machen, das ist automatisch generiert von DevExpress. Aber diese Liste müsste man, wie gesagt, nochmal durchforsten und dann findet man, wie gesagt, genau die Kandidaten raus. So, das war die Sache, dass eine Klasse nur eine Methode haben sollte. Das zweite ist die Regel,
dass Klassen einen hohen Entkopplungsgrad haben sollten. Das sieht dann schon ein bisschen länger aus. Also wir sagen wieder warn if count größer 0. Dann haben wir oben eine Blacklist, wo wir quasi Klassen hinterlegen können oder Klassenpatterns, die von dieser Berechnung ausgenommen werden. Da muss man einmal gucken, okay, was sind überhaupt meine Logikklassen innerhalb der Anwendung? Für diejenigen, die das gerne nachtippen wollen. Ich scroll einmal nach hinten, ihr seht, das ist ein bisschen länger, da gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber ihr könnt das abtippen, wenn ihr wollt. Dann haben wir die reinen Logikklassen aus, das heißt reine Datenklassen oder irgendwelche anderen Klassen werden ausgeschlossen. Dann gehen wir über alle Logikklassen und sagen, okay, für jede Logikklasse gucke ich, welche Abhängigkeiten hat sie nach außen hin. Auch das kann ich relativ ein bisschen komplizierter hier herausbekommen. Ich gehe nochmal nach rechts. Und wenn wir dann diese Dependency haben, prüfen wir, okay, was davon sind Abhängigkeiten gegen Implementierung, also die nicht entkoppelt sind, gegen Classes. Und wie viele von diesen Abhängigkeiten gehen gegen Kontrakte? Und dann können wir quasi diesen Entkopplungsgrad berechnen. Das heißt, wir nehmen die Klassenabhängigkeit. Wenn sie größer 0 ist, dann berechnen wir diese Abhängigkeit. Wenn nicht, ist er 100%. Und berechnen tun wir das so, wie eben in OneNote gesehen. Contract Dependencies durch die Class Dependencies plus die Contract Dependencies. Und das ist dann quasi unten die mal 100, damit ich dann einen 100% Wert rausbekomme. Und dann sage ich, von dieser ganzen berechneten Menge hole nur die Klassen raus, die eine Entkopplungsrate kleiner 100 haben. Und dann selektiere ich das Ganze. Und ihr seht jetzt hier unten, zum Beispiel haben wir, wenn wir auf den Caterpillar Coast Manager gehen, das sind 5 Abhängigkeiten mit einer Klassenabhängigkeit drin und 4 Kontraktabhängigkeiten, das heißt, der Entkopplungsgrad hier sind nur 80%, das ist mein Workshop-Beispiel. Aber auch der User-Manager hier oben, der war mir gar nicht bewusst, bevor ich das Query geschrieben habe, der ist tatsächlich so, dass hier entsprechend drei Abhängigkeiten zu Klassen sind. Das musste ich damals machen, weil in ASP MVC ging das nicht anders. An der Stelle konnte ich keine Dependency Injection benutzen, aber das ruft einmal wieder ins Gedächtnis genau, welche Klassen es eben nicht sind. Und wir könnten jetzt hier alle durchgehen und dann sehen wir tatsächlich auch hier wieder, haben wir eine Abhängigkeit. Auch das ist ein Workshop-Beispiel, warum wir interne Abhängigkeiten bekommen, wenn wir Erweiterungsmethoden benutzen. Das heißt, hier in der Liste sind natürlich auch Reports drin, sind all die Klassen drin, die ich normalerweise oder die ich für das Beispiel eingebaut habe, um das Ganze im Workshop zu zeigen. Das heißt, die Kombination von diesen beiden Sachen ergibt eigentlich eine 100%ige Treffergenauigkeit. Man kann natürlich jetzt auch hingehen und eine große Regel schreiben, wo wir das beides kombinieren. Die wird aber dann sehr, sehr umfangreich. Und da muss man natürlich bei den Verletzungen auch immer rausbekommen, liegt es jetzt an der Komplexität, liegt es an den Entkopplungsgrad. Von daher, ich empfehle euch, trennt die beiden Sachen. Und wenn ihr die beiden Sachen getrennt habt, ist das wesentlich übersichtlicher. Und jetzt wäre natürlich der nächste Schritt, wir könnten jetzt hier hingehen, könnten zum Beispiel ein Quality Gate wieder definieren, könnten sagen, okay, der Build soll fehlschlagen, wenn eben eine solche Klasse gefunden wird. So könnt ihr also sicherstellen, dass immer, wenn ihr entwickelt, der Entkopplungsgrad kleiner 100% ist und jede Klasse nur eine Aufgabe hat. Wie ihr gesehen habt, ist das mit der Messbarkeit, der Testbarkeit von Quellcode eigentlich gar nicht so wirklich einfach. Im Endeffekt nochmal zusammengefasst, wir müssen im System oder müssen in der Software alles als System begreifen. Wenn wir dann einen Unit-Test schreiben wollen, wollen wir eins von diesen Systemen, also eine Methode, eine Klasse, eine Assembly testen. Wenn wir das Ganze machen wollen, dann müssen diese Systeme gewisse Voraussetzungen haben. Erste wichtige Voraussetzung, es muss nach dem Single Responsibility Principle aufgebaut sein, also nur eine Aufgabe pro System. Die zweite Eigenschaft ist es, dass wenn wir Abhängigkeiten aus unserem System heraus zu anderen Systemen haben, erinnert euch an das Beispiel mit A, B, C, D und F, dann müssen diese Abhängigkeiten entkoppelt sein. Nur dann, wenn 100% dieser Abhängigkeiten entkoppelt sind, dann kann ich auch tatsächlich einen Unit-Test einfach so out of the box schreiben. Wenn er nicht bei 100% ist, dann muss ich entweder hingehen und im Vorfeld Zeit investieren, um es testbar zu machen, oder ich gehe hin und muss dann eben die richtigen Abhängigkeiten noch mit in einen Integrationstest reinnehmen, dann habe ich aber streng genommen keinen Unit-Test mehr. Das war die nächste Folge von Davids Deep Dive zum Thema, wie euer Code testbar gemacht werden kann oder wie ihr die Testbarkeit herausgefunden habt. Ich hoffe, dass euch das Ganze zugesagt hat, dass ihr ein bisschen was Neues gelernt habt und dass ihr dies hier Gelernte anwenden könnt. Mein Name ist David Thielke, das war Davids Deep Dive. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen guten Tag und viel Spaß bei der Arbeit. Ciao!